Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt bisher. Und wir machen hier weiter, wo wir aufgehört haben. Wir wollen gar keine Zeit verlieren, so groß. Denn wir haben fast Nacht. Ich würde hier sogar jetzt wieder speichern mal, weil ich Angst habe, dass gleich diese Rare da kommen. Ihr meint im Haus, kann man speichern hier direkt, ne? Ah, guck mal, hier kann man direkt speichern, nice. Cool. Ich mach's mit der Maus jetzt, Leute, nicht wundern. Geht ein bisschen schneller gerade. So, ja, wir safen das Ganze. Weil, wie gesagt, jetzt kommt die Nacht und da ist natürlich gefährlich. Das wollen wir nicht, weil wenn wir jetzt verlieren, dann wäre alles umsonst. Alle Duelle, die wir in der letzten Folge gemacht haben, wäre umsonst gewesen. Und das wäre natürlich ein bisschen bitter. Das wollen wir nicht. Ganz im Gegenteil, wir wollen natürlich alles behalten. Okay. Bakura wieder, Leute. Bakura. Let's go, den kennen wir ja schon. Den kennen wir ja schon, den guten Bakura. Ja, komm, wir nehmen Papier. Und haben gewonnen, oder? Wir haben gewonnen sogar. Okay, wir beginnen nicht. Lass ihn mal beginnen. Lass ihn mal beginnen. Okay, wer spielt denn heute? Wer spielt er? Ich muss mal schauen, was das ist. Zombie Clown. Auch geile Karte irgendwie. Auch geile Karte vom Design her. Okay, was ist das für eine Karte, Leute? Die ist heftig. Entscheidend, aber seine Karten sind nicht so heftig, die er spielen konnte. Die war nicht so krass. Und die Zauberkarte an sich, glaube ich, heftig. Oder gut, warte mal. Ah, okay, kostet wir drei Monster spezial beschwören. Okay, ja, okay, das ist interessant. Gar nicht mal so uninteressant, wenn man so ein Deck spielt, ne? So ein Deck mit drei Sterne-Monstern. Da sehe ich schon Potenzial. Auf jeden Fall. So, wir töten ihn. Oder killen ihn. Hier rüber. Und wir spielen natürlich wieder unseren schönen Bandkreis. Kann man sagen, ist ein Zirkelleit, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie der heißt, oder auf Deutsch. Oder wie es heißt, die Karte. Magischer Kreis, irgendwie sowas. Weiß nicht, mir. Im Anime ist der Bandkreis, so ein Scheiß. Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, Leute. Kann sein, dass ich hier Scheiße laber. Ach, die Nummer wieder. Ja, den kennen wir doch. Ja, den kennen wir doch, Leute, schon, ne? Den kennen wir doch. Aber wir können ihn ja auf jeden Fall jetzt anhalten. Mit unserer Falle. Selber auch tun, logischerweise. Weil die Karte schon. Kann schon gefährlich sein. Ja, die wollen wir nicht. Die ist ein bisschen nervig. Die nehmen wir raus. Topf der Gier. Oh mein Gott, Leute, ich auch Topf der Gier haben. Ich möchte auch Topf der Gier haben. Das ist ein No-Brainer, ne? So crazy, dass man hier bei Topf der Gier spielen kann, Leute. Das ist crazy, sag ich immer wieder. Das ist so crazy. Okay. Okay, wir können nicht viel machen, das Problem. Wir können nicht viel machen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall den Hai spielen. Obwohl, warte mal. Ja. Dann kann auch das spielen. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, komm, machen wir das. Das stimmt, wir sind jetzt ein Clown. Oder? Nein! Stimmt ja! Oh mein Gott, Leute, was ein Missplay. Ich bin der dümmste Mensch der Welt, Leute, das tut mir leid. Oh mein Gott, okay, ja, das darf nicht passieren, Leute. Das ist, ey, ja, ich habe nicht dran gedacht, Leute. Ich dachte, ja, also, folgendes. Ich habe gedacht, der kann nur die Angriff verlenken auf andere Monster, nicht auf sich selber. Weißt du, wie ich meine? Das war jetzt nur mein Gedanke. Jetzt will ich natürlich, okay. Jetzt müssen wir aufpassen, weil wenn wir jetzt seine Karte wegmachen, obwohl er ein Monster gespielt, ne? Monster gespielt, er kann jetzt nicht Tributbeschwörung machen in der nächsten Phase. Das heißt, er könnte aber im nächsten Spielzug machen, weil ich kann nur ein Monster zerstören. Das heißt, es wird dumm jetzt, ihn zu wählen, also sein Vampir da, weil den kann er den nächsten Spielzug wieder spielen, das ist nicht gut. Ja, das ist safe, wir müssen dann auf jeden Fall den nehmen. Es ist dumm irgendwie, aber müssen wir tun. Weil das wäre dumm. Das wäre mega dumm, Leute.
Wir dürfen nicht noch Missplay machen, das ist wichtig. Wir dürfen nicht noch ein Missplay machen. Okay. Ja, okay, dann let's go, dann greifen wir... Nein, ich bin... Nein! Leute, habe ich jetzt wirklich gerade... Warte, Leute, wir müssen kurz nachdenken. Habe ich jetzt gerade wirklich zweimal hintereinander denselben Fehler gemacht? Obwohl ich gerade über den Fehler gesprochen habe. Das kann doch nicht sein. Ey, Leute, das kann ja nicht wahr sein, oder? Das kann nicht sein. Das ist... Ey, das kann nicht sein, oder? Das muss irgendwie gerade ein Skript sein oder so. Oh mein Gott, der Junge. Ich habe zweimal denselben Fehler gemacht, obwohl ich über den Fehler gesprochen habe. Das ist ja geisteskrank. Geisteskrank, Leute, sag ich euch. Ja, sorry, Leute, ich bin... keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat gerade. Irgendwie... war das mega dumm. Aber Leute, egal, wir müssen abhaken. Wir müssen weitermachen. Wir müssen uns konzentrieren jetzt. Wir müssen uns konzentrieren. Ansonsten verlieren wir. Aber es war mega dumm, Leute. Schreibt es gerne in die Kommentare. Tut mir leid, es tut mir sehr leid, wirklich. Ich war mega verwirrt. Okay, wir ziehen... Okay, Zauberkarten, aber hilft uns jetzt gerade nicht. Deswegen spielen wir nichts. Und hoffen mal, dass jetzt unsere 2000 Verteidigung nicht besiegen kann. Wenn ja, dann haben wir verloren. Dann haben wir verloren wahrscheinlich, auch verdient. Okay, wir haben verloren, oder? Haben wir verloren? Ne, wir haben nicht verloren. Wie viel Power gibt das? Reicht es? Nein, der kann opfern. Aber was tut der? Nochmal den, okay, alles cool. Nicht schlimm, zwei von denen ist okay, obwohl er kann angreifen damit. Ist aber nur 2000 stark. Okay, wie stark ist die Karte? 1800, okay. Ja. Wir spielen natürlich. Nein. Ah, okay, Leute. Okay. Krass. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus, Leute. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Möchte ich leider sagen. Das sieht nicht gut aus. So, wer hat die... Kann die nochmal? Nein, ich wollte lesen erstmal, Leute. Ich wollte doch jetzt lesen. Oh Mann, ich dachte, ich kann jetzt lesen, bevor ich auswähle. Ja, sorry. Mann. Das tut weh. Zweimal die Karte, okay, das ist gut. Das ist gut, Leute, das ist gut. Ich könnte die Ratte pushen damit, aber will ich das? 500 Punkte, 1000 stärker, das wäre... Ja, 1500, das ist nix. Das ist nicht gut. Okay, wir spielen die verdeckt. Spielen die Karte verdeckt. Und müssen chillen. Wir müssen belesen, ob wir das Herz der Karten so ein bisschen gerade. Dass wir eine starke Karte kriegen gleich. Irgendwie Ochse oder so. Irgendwas. Neo. Den Hai. Das ist scheißegal. So, wisst ihr, was ich meine? Irgendwas von der brauchen wir definitiv. Um hier noch zu gewinnen, ne? Nein! Okay, egal. Sorry, Leute. Dumm wollte ich ja, war es nicht geplant, Leute, aber ist egal. Die Karte ist jetzt nicht so wichtig. Alles cool. Wir beruhigen uns wieder. Ah, okay. Nee. Das ist nicht gut. Wir spielen, oder? Warte mal. Nee, das macht keinen Sinn. Obwohl, warte mal, wenn wir jetzt spielen. Dann ist der ja 2000. Nee, dann ist der 1000. 2000 schon, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht, Leute. Ich bin dumm, glaube ich. Ich bin sehr dumm gerade. Wir spielen die mal, oder? Oh, wohl, gehe ich das Risiko ein, Leute. Ich bin mir nicht sicher, Mann. Lass mich überlegen, Leute. Wie wir das machen, wenn wir den spielen. Dann, ja, haben wir... Warte, ich bin dumm, oder was? Ich muss kurz, ich will keinen Fehler machen. 300 Punkte stärker. Okay, 300 Punkte stärker. Das sind 300, 600, 1200,
1500. Das reicht, oder? Das reicht dann sogar. Wir können dann sogar besiegen. Ja, komm, wir machen das. Wir machen das, Leute. Wir spielen jetzt die Karte. Also dann sind wir 2000 stark. Das ist nicht geplant gewesen, aber das war nicht geplant, so richtig. Warte mal, wenn wir jetzt nochmal eine Karte abwerfen, dann sind wir... Also 300 schwächer? Ne, dann sind wir 200 stärker, nur macht das Sinn? Ne, dann passt das ja wieder, oder? Dann passt das ja. Ich bin verwirrt, egal, ich mach's aber jetzt. Schwierig, schwieriges Duell, Leute, taktisch. Sehr taktisch, die Nummer. Aber dann passt das doch, oder? Dann sind wir stärker. Ja, safe, okay. War ein bisschen irritiert über die... sorry, ich war ein bisschen verwirrt. Ich musste ein bisschen nachdenken gerade. Okay, wir haben es. Okay, cool. Läuft so gut. Okay, später alles verdeckt. Also Verteidigungsmodus ist gut. Gutes Zeichen. Okay, ja, nee, die behalten wir. Auf der Hand, ist gut. Greifen wir an. Okay. Rotschild mehr Monster jetzt gleich, wäre cool. Und noch mehr Monster hätten. Weil solange er Monster spielen kann, ist schlecht, weil dann können wir nie durchkommen. Ist natürlich ein bisschen schwierig. Oh, okay. Aber krasses Duell mal, oder? Jetzt haben wir mal ein krasses Duell irgendwie. Ein wildes, spannendes, taktisches Duell. Neo. Perfekt. Ja, perfekt nicht. Aber gut, ist okay. Krass, okay. Mach den. Weg. Ah, shit, okay, wer ist smart? Das ist so schlau, ja. Mhm. Das hat er nicht schlecht gemacht. Das hat er nicht schlecht gemacht. Ah, nein, und ihm wieder. Okay, smart. Okay, er hat smart gespielt. Ja, ja, okay, okay, ich verstehe. Kreiter mit denen, okay, das macht wenig Sinn. Das macht wenig Sinn. Das macht wenig Sinn. Karte verdeckt. Ich würde gerne die Falle. Ich glaube, ich spiele jetzt mal eine Falle, oder? Ja, schwierig, obwohl ich nicht. Ja, gut, wir können nichts machen. Wir können nichts machen. Wir können die aber spielen. Weil. Ich glaube, die hilft uns gleich. Das macht Sinn. Ja, wir kommen nicht richtig durch gerade. Das ist ein bisschen das Problem, was wir haben. Ein bisschen das Problem, dass wir nicht durchkommen. Oh shit, okay. Nee. Warte mal, das hilft dir nicht, oder? Das reicht dir nicht. Obwohl, er kann die Ratte besiegen, ne? Er kann die Ratte besiegen. Er kann die Ratte besiegen. Ja, okay. Ja, okay. Schade. Ja, komm, wir aktivieren das jetzt aber. Könnte ein Fehler sein, aber wir machen das jetzt. Keine Fall mehr. Ah, ja, okay. Das ist okay. Das ist gut. Glaube ich. Ich würde aber nochmal, glaube ich, chillen. Aber der kann sie dann zerstören mit dem, ne? Das ist ein bisschen dumm. Auch mit die Karte könnte sie zerstören, also traden. Wollen wir auch nicht. Deswegen, Leute, ich chill noch ein bisschen. Vielleicht kriegen wir noch eine Karte zum Ausrüsten. So ein Ding. Okay, dann ist er dran. Aber wir brauchen ein bisschen Geduld, wir brauchen ein bisschen Geduld. Ich weiß, jetzt ein bisschen nervig vielleicht hier und da, aber auch ein bisschen Geduld gerade. Schon wieder? Okay.
Ja, könnte. Könnte gut sein, später. Hey, 1100 stark. Die Fliege, Junge. Crazy. Crazy. Also, es bringt gerade keine Karte zu spielen, weil er eh immer unsere Angriffe auf diese rechten, auf diese Karte bringen wird, dass wir eh nicht durchkommen werden, oder auf sich selber quasi. Also wir können nicht durchkommen, also wir brauchen eine starke Karte, eine zweite, bis wir was machen können. Das wäre gut. Bisher haben wir nicht das Glück. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht viel machen, bis auf angreifen, bis der Vampir weg ist halt. Dann wäre gut. Aber solange der Vampir im Start ist, dann ist es schwierig. Könnt ihr wild nicht so ein Duell werden? Deck out, ne? Wie kann er noch? 16 Karten und wir? Okay, wir haben viel mehr Karten im Deck. Okay. Also wenn Deck out ist, dann gewinnen wir, aber nicht er. Weil guck mal, er zieht das Karten wieder. Krass, ist dumm. Er ist eigentlich wieder dumm, was er macht. Okay. Wahrscheinlich wird es Deck out werden oder so. Ah, Neo. Ja, Neo ist gut, aber nicht gut genug leider. Das ist das Problem. Ja, shit. Shit, 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 shit. Aber wir wollen Geduld, wir wollen Geduld. Wir brauchen Geduld, Leute. Ist so. Ja, mach ruhig Spezialbeschwören aus deinem Deck. Du hast nicht mehr viele Karten. 13 Karten noch, okay. Lol. Okay, mal Leute, das erste Deck out, Leute, was ist denn Kram hier oder wie? Das wäre crazy. Dann die Karte weg. Warum ihn nicht fallen? Ja, okay. Ah, das ist dumm, Leute, das ist sehr dumm, ne? Oh, oh, shit. Das ist sehr dumm. Heilige Scheiße, jetzt müssen wir eine Karte spielen. Jetzt müssen wir eine Karte spielen, immer. Heilige Scheiße. Okay, wir spielen die Karte auf jeden Fall. Ach du heilige Scheiße, Leute. Das ist ein größeres Problem, ja. Aber wir haben Kuribo, Leute. Wir haben Kuribo. Zur Not, alles gut. So, jetzt ist auch eine Karte opfern. Wir nehmen natürlich jetzt die Puppe. Safe. Ah, Junge, zieh Karten. Zieh Karten, Junge. Du musst schnell Karten ziehen, bevor wir verlieren. 800 Lebenspunkte. Das heißt, wir überleben nicht mehr viele Züge. Weiß ich nicht. Höchstens. Ich weiß nicht, Mann. Nicht mehr viele. Okay. Cerberus. Brauchen wir erstmal nicht. Brauchen wir erstmal nicht. Spielen wir den hier. So, was sagt das Deck? 10 Karten, Leute. 10 Karten, das wird spannend, Leute. Ja, bitte, wenn wir das verlieren würden, sag ich ehrlich. Das wäre schon traurig. Oder? Das wäre schon echt sad. Wenn wir das hier verlieren, Junge. Nein! Oh doch, okay, gut. Dachte gerade, es wäre diese andere Karte. Alles gut. Okay, es muss sein. Okay, es muss gleich sein Zombie, sein Vampir abfahren. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Glaube ich. Ah, nein. Shit, okay, jetzt die Karten, ist das gut? Ja, 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 weiter, weiter. Nee, muss. Okay, kann nicht. Okay, okay, okay. Abwehr den Vampir. 1000 Punkte, Leute, oh mein Gott. Aber egal, wir können jetzt reingehen, Leute. Wir können jetzt komplett reingehen. Safe. Ich mache natürlich auch nochmal sicher jetzt, weil wir jetzt, glaube ich, gewonnen haben. Wir haben gewonnen jetzt, oder? Müsste eigentlich. Ich glaube, wir haben gewonnen. Was ein Duell, Leute. Was ein Duell. Geisteskrank. Geisteskrankes Duell.
Heftig. Leute, das war knapp. Das war sehr knapp, ja. Aber trotz zwei Missplays, Leute, haben wir trotzdem noch gewonnen. Crazy. Das ist wild. Ich hätte auch die Fliege jetzt opfern können, aber egal, komm. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Aber ich denke nicht. Ich denke nicht. Ja, Leute, GG. GG. Kein Deck out, leider, aber trotzdem gewonnen. Egal wie. Hauptsache gewonnen. Hauptsache gewonnen. So ein Ding. Puh, das tut gut. Das tut gut. Hätten wir das verloren, Leute, ist ja besser gewesen. Sag ich ganz ehrlich. Okay, wie viel Geld gibt es dafür? Duellbonus 66, Gras 28, 105. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Aber Leute, das war's mit der Folge. Wie? Wir haben jetzt so ein Duell geschafft, leider, aber es war ein heftiges Duell, Leute. Yui ist ein heftiger Duellant. Sehr, sehr stark. Okay. Ja, Leute, das war's mit dem Duell hier. Ich werde gleich nochmal speichern, bevor wir weitermachen. Wir machen das jetzt, oder? Weil das Duell will ich jetzt nicht. Also das Duell will ich jetzt auf jeden Fall nicht verlieren. Wisst ihr, ich meine? Safe nicht. Das wäre bitter. Nicht, wenn es Rare da gleich kommt und dann sind wir RIP. Das wollen wir nicht. Wir safen das. Oh Leute, war's das hier mit der Folge. Nächste Folge vielleicht Rare Hunter. Mal schauen. Auf jeden Fall danke wieder fürs dabei sein, Leute. War ein heftiges Duell. Ein bisschen längeres Duell, aber ein spannendes Duell mit Missplays und Comebacks und so weiter. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Leute. Lasst gerne ein Like, abonniert gerne den Channel für weitere solcher Yu-Gi-Oh! Let's Plays. Würde mich freuen. Danke an alle, die es bisher gemacht haben. Ansonsten, Leute, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Haut rein, macht's gut und bye bye.